richtig fallen. Jetzt kommt Pox, play Minecraft. So. War doch schon besser. Viel besser. Andi hat einfach gerade hart gefailt, ja? Hart abgefailt. Und hier ist ein Boot auf dem Meer, was ich jetzt sofort zerstöre. So, Kian, ich möchte jetzt mein Anliegen vortragen. Dann frage ich es Andi vor. Andi, hast du ein offenes Ohr für mich? Vielleicht. Kommt aus einem Koffer. Komm her. Nein. Natürlich kommst du her, sonst kann ich dir nicht vortragen. Dann trag's Kian vor. Was bist du eigentlich für ein Assi, Andi? Ich das Boot zerstört habe, anstatt einzusteigen und danach gegen die gegen das Ufer zu schellen. Ich doof, ja. Du doof, ja. Du die. Los, Kian, komm. Ja, mein Herr. Buddy, let's go. Also, wollen wir dann hier, wo der Graben ist, dann Stone Steps ziehen? Nein, voll nicht. Was dann natürlich Stone Steps ziehen. Der Zaun wird auf Stone Steps verlaufen. Ach, da soll ein Zaun sein, ja dann. Na, wird das wohl so sein. Obwohl, sieht das nicht Mongo aus, weil zum Merk machen wir keinen Zaun. Egal, so. Guck mal, wir hätten wunderbar hier Sand farmen können. Kostenlos Sand abgreifen. Ja, ja, ich muss jetzt zu. Huff. Wow. Und natürlich ist es mal wieder eingetreten, man baut da ein Ding ab. Könnte ich jetzt mal verpissen. Aua! Ja, geh! Ja, geh du weg! Nein! Du sollst einfach nach vorne einfach gehen! Einen Schritt weg! Nein! Nein! Hier war auch raus. Ja. Hast du alles zugebaut? Hast du? Nein. Oh. Warum nicht? Kann man so unprofessionell sein? Ha. Aha. Man hat heute einen witzigen Tag, glaube ich. Und irgendwer hat hier noch kein Gravel wieder eingesetzt. Ja, weil irgendwer natürlich bei einem Gravelblock abbauen Flint bekommen hat. Nein! Wo sollen wir jetzt Gravel herbekommen? Andi, warum ist unser Wohnzimmer mit Fackeln ausgeleuchtet? Nicht im Ernst, oder? Ich entferne sie gerade. Gut. Nicht, dass es dann zu dunkel ist. Okay, eine Kerze steht auf dem Klavier. Ja, auf dem Klavier ist ja die Kerze. Sorgt dann für die nötige romantische Atmosphäre. Richtig. Ja, ich wollte den. Genau. Ich wollte für einen aussehen. So. Soll ich Stone Slabs mitbringen? Ja, aber dafür müssen wir noch ganz viele haben, weil ich habe mal ganz viele. Und ich bringe auch ganz viele Zäune mit. Sehr schön. Wir könnten auch innerhalb des Beach Clubs eine Minecart-Strecke bauen. Könnt's auch lassen. So, und wo kommt der Zaun hier vorne hin? Da kommt auch so ein Graben hin. Dann warum hebst du eigentlich nicht die gesamte Küste hier aus? Weil ich keinen Bock auf Wasser hatte. Ich setze schon mal dies. Hä, ich denke, hier sollten Slabs rein. Wer hat das denn zu verantworten? Andi, du Depp. Hä? Hat mir jemand gesagt. Listen, Andi hat eine Schwester. Madness. Nein, ich höre keine Musik mit Blut. Das ist keine Musik mit Blut. Keine Ahnung. So. Der geht einfach bis nach ganz vorne so, damit da keine Müllsammler hin können. Genau. Und so. Ja. Dass sie dann schön schwimmen gehen müssen. Wir müssen mal überlegen, wie wir es hier am anderen Ende machen. Da bräuchten wir eine geschickte Lösung. Du meinst so zum Weg hin? Hier meine ich eigentlich. Wie wir das hier lösen wollen. So, ne, ist richtig, ja? Ja, ja. Wenn wir richtig harte Sparfüchse wären, würden wir einen Slab von unten anbringen und somit die Hälfte der Slabs sparen, sind wir aber nicht. Das macht nur Sinn im Creative Mode, weil man damit den Pipetten-Tool. Dann kann man doch quasi den Zustand des Slabs sich dann auch kopieren, ne? Ja, da kenne ich jetzt keine Lösung für. Wir könnten eine. Irgendwie so. Radikale Kürzung oder was? Ja. Ja, das reicht, Kian. Das reicht oder echt. Nein, halt, stopp. Da fällt mir was ein. Es muss auch nicht so gerade sein. Ja, nee, ich mach hier so eine Küste draus. Genau. Guck, wir haben die Situation analysiert und eine passende Lösung gefunden. Ja, genau. Jo, wer sammelt hier kein Dirt ein? Aber hier sollte es trotzdem so sein. Mach da nochmal Wasser hin, bitte.
So. Können wir hier einen Zaun? Ein Zaun. Weil Zäune, ah, die sind ja immer noch theoretisch nur ein Block hoch, nur die Hitboxen sind halt anderthalb Blöcke hoch, ne? Ja, ist auch gut so. Ja, es sieht aber irgendwie scheiße aus. Was, wenn die nur ein Block hoch sind? Nein, eigentlich müssen die jetzt eineinhalb Blöcke hoch sein. Ich meine auch optisch, also. Ja, warum? Sieht doch scheiße aus, wenn es über alles überragt. Es hat nur Sinn, dass es man nicht überhüpfen kann. Ja, das schaffen. Und Andis. Aha. Was mir gerade so nebenbei auffällt, darf ich hier auf dem Hügel jetzt mal, erstmal braucht dieser ganze Kram ja auch noch einen Eingang, mal Bäume anpflanzen. Nicht auf, ja, auf dem Hügel, aber hier. Nicht an dem Hügel. Ja, ja. Das nicht auf meinem perfekten Hang. LOL! LOL! Alarm! Skelett und Creeper im Wohnzimmer. Special Agent Dolm schreitet zur Tat. Da Fug. Nein! Das war nein! Hier durch die Tür! Ich wollte zurück. Alter, sei froh, dass der Glowstone nicht kaputt gegangen ist. Ja, geil. Ja, aber, Junge, die Tür ist hinter mir zugegangen, da habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich könnte da taktisch einen Rückzug machen. Da Fug! Junge, geile Aktion, Mann. Was brauchen wir denn jetzt? Grüne Wolle. Junge, ja, alles weggeblowt. Alles. Wir brauchen Glas, wir brauchen schwarze Wolle, wir brauchen Holzslabs und weiße Wolle. Und darf ich feststellen, Wolle. Ja, gut, dieses Zimmer hat immer noch irgendein Helligkeitsproblem. Ja. Echt? Ja. Tatsächlich, ja. Und Kia, wir kommen hier jetzt nicht mehr raus. Warum? Warum kommen wir? Weil die Eisentür zu ist. Du bist doch ein Brecherplatte. Nö, das machst du. Also muss ein Knopf hin. Junge, meine Lungenfarbe ist schon wieder fast voll. Ah ne, der Pressure Plate muss. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, mit Wasser geht's schneller, aber es steht so nicht im Minecraft-Wiki. So, wenn es da nicht drin steht, dann kann es nicht stimmen. Ja, Andi, hol auch mal Zeug rein hier. Ich esse gerade. Eieiei, was ein geiler Fail. Fürwahr, mein Lieber. Ja, aber ihr seid schuld, weil ihr die Tür hinter mir zugemacht habt. Hä, sie ist einfach zugegangen. Ihr wolltet mich sabotieren, damit ich jetzt als... So, wie will man denn bewusst eine Eisentür zu machen? Ja. Indem man von der Pressure Plate runtergeht. Keine Stone Slabs craften. Keine Sand Slabs craften, ne? Also ich weiß nicht genau, wie es bei Flügel aussah. Besorg du mal oder Kian. Genau. Kian, im Puff ist ein Zombie gespawnt. Puff? Das ist nicht der Bogo Puff. Club. Das ist der Raum für gepflegte intellektuelle Abende. Auf unserem Dach und unserem Whirlpool ist ein Skelett. Ja, das ist Standard. Ja, das ist ja okay. Ha, die Sachen sind reingeflogen, wie geil. Da war ich schon lange nicht mehr. Und ich höre einen Enderman. Was ich gerade mal absolut nicht... Ja, wir müssen irgendwie mal das... Weil der furzende Mongo auf unserem Dach ist. Wollen wir ihn töten? Ja, ich habe ihn gerade angeguckt. Oh, jetzt kommt er schon auf mich. Staring at the sun. Wow. Boom! Boom! Aber ich muss schon auf die Beine schlagen. Ich hab dich gerade geschlagen. Alter, der spawnt immer was so. Ich werde hier jetzt eine Fackel hinhängen. Ey, wir haben neuen Glowstone. Ich muss schnell mir ein Schwert craften. Und lol, da läuft ein Hase auf der Straße, mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße. Enderman im Wohnzimmer, Enderman im Wohnzimmer. Enderman, ich mach die Tür zu. Ah, nein, jetzt habe ich einen Glowstone-Block gesetzt. Nein. Und ich hab, aber ich habe viel Glowdust rausbekommen. Dann hast du Glück gehabt. Was soll ich jetzt machen? Irgendwelche Leute meinen, jetzt ist er eh weg. Problem Beine gelöst. Schlagen, immer auf die Problem Beine. Problem gelöst, der hat sich weggeportet. Ja, und ins Küche. Junge, ich hab Angst, ich habe too less life. Nein! Also, komm, Kian, ich hatte eine komplette Eisenausrüstung, ich krieg den gefistet. Ich aber nicht. Too many Mongos. Wo ist er denn? Ah. Somewhere. Was soll denn da rein in den Eingang? Wie soll denn der Verbindungsweg sein? Oder ja. Andi, hol mal bitte Glas und setz es ins Fenster rein. Gerade den Mongo. Doch scheißegal, wenn er weg ist, ist er weg. Höre ihn. Welchen Enderperle? Wow! Da ist er. Kämpfst du gerade gegen ihn, oder? Ja. Dieser Bossfight. Hä? Wo ist er hin? Weg. Ah, hinter mir.
Hey, wieder weggeportet. Tja, ist halt nicht cool genug für ihn. Wow! Alter, das Ding ist übelst hart. Ja. Portet sich immer weg, wenn ich es schlagen will. Ja, irgendwie drei Blöcke hochbauen, aber das ist irgendwie nervig, also lassen wir es. So, Andi, du kümmerst dich gleich noch um die Fensterscheibe. Ja, wenn der Enderman nicht mehr böse auf mich ist. Dann brauche ich noch einen Button. So. Wo ist er hin? Fragt nicht uns. What up? Ich mach jetzt Special Agent Kieran. Was macht Special Agent Kieran denn so? Das, was er machen muss, einen Creeper auf dem perfekten Hang töten. Okay. Und irgendwie muss man hier noch eine geschickte Lampe unterbringen. Mit Kritzk macht man das ja auch richtig. Wo ist der Drecks Enderman hin? Oh, weg. Du musst doch scheißegal, kümmere dich jetzt lieber mal um ein paar Lichter. Das Vieh ist brandgefährlich. Brandgefährlich? Ey, ich hab's gehört. Junge, die Getreidefarm ist komplett fertig. So, Andi, sei produktiv und verrückt. Jetzt renne ich irgendeinem Viech hinterher, was du eh nicht bekommst. Getreidefarm, ja, dann ernte mal. Mach ich mal. Er ist im Wohnzimmer, Däum. Ja, lass ihn da. Die muss ich auch nochmal optimieren, das ist einfach so. Oh, hoppt da nicht so viel an die Seite, eigentlich gar nichts. Die wollte ich ja auch schon ewig mal überarbeiten. Achso, nee, die überarbeiten dann mit 1.3, dann geht das ja mit dem Sprinter. Genau. Genital. Wo ist er hin? Ich hab übelst Panik, Junge. Das ist ein neuer Creeper, oh mein Gott. Enderman. Da ist er doch. Ja, das hat dich weggeportet. Der ist da oben und der hat einen Steinblock. Ja, Enderpearl. Er ist gestorben. Enderpearl. Ja, pack in die Truhe, dann ja, machen wir uns irgendwann ein Eye of Ender draus. Mit was macht man das? Mit Magma-Kriegen, glaube ich. Ja, das ist doof. Ja, wieso ist das doof? Weil man die erstmal haben muss. Hatten wir die schon mal eine? Ich glaube nicht, oder? Auf keinen Fall benutzen, brauchen wir ein Eye of Ender. Bräuchten sie nur noch Feuerpulver. Bräuchten wir das? Naja, oder halt direkt einen Magma-Cube killen. So, es fehlt noch was. Ja, Andi, du kümmerst dich ums Glas. Ich verlasse mich auf dich. Wer kümmert sich mal hier um die Platte? Ja, Andi, und du besorgst auch eine Druckplatte, bitte. Dann hole ich hier... wo ist jetzt die Ding... Ah, genau. Wo hast du die Enderpearl hingetan? Hier? Alchemie. Wieso Alchemie? Wieso nicht? So, ich wollte die... Oder... Ja, das okay. Ist einfach in Alchemie, da weiß jeder, wo es ist. Ich weiß es nicht. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich bin heute hart unter Attack. Ja, irgendwie schon. Ja, irgendwie... Man merkt langsam, dass es hart ist. Ja. Aber es tut man nicht alles für einen reichhaltigen Spinnensnack, ne? Eiweiß-Snack, genau. Spinnensnack. Okay, hast du jetzt schon die Pressure Plate? Nein. Wurde die auch hier aufgetragen. Junge Skelett! Junge, lass mal produktiv sein, nicht irgendwie die ganze Geschichte wissen. Das ist leider so. Sollte vielleicht einfach mal schlafen gehen, dann spawnt ja auch nicht so viel. Alter, Creeper auf der Terrasse. Creeper unterm Bett. Creeper an der Wand. Creeper an der Wand. Alter Kian, es kann doch nicht sein, dass du so unfähig bist. Es ist nicht viel passiert, es fehlt nur ein Stück von deinem Teppich. Von meinem Teppich? Ja, natürlich von deinem Teppich. Von welchem Teppich denn sonst, Andi? Er hat sich halt das beste Zimmer, wo du bei Fans ausgewählt. Das ist auch ein Skelett, ich krieg einen Anfall. Junge, die zerlegen unser ganzes Haus, lass mich mal schlafen. Junge, ein Zombie! Alter! Ja, hier ist auch so ein bisschen Decke weg, ne? Ja, ich weiß, das kommt jetzt alles. Ich musste erstmal durchs Loch durchfallen. Alarm! Ich noch ein roter Wolleblock, den ich aus dem Versehen aufgesammelt habe. Ich sollte mal wieder Pfeil und Bogen einsetzen. Ja, sehe ich auch so, Kian. Kian hat's einfach nicht drauf. Das sagt der Richtige. Wer hat denn gerade da unten alles weggesprengt? Alter, was ist da? Warum ist da so ein Polenraum? Achso, weil wir sparsam sind. Ja. Hat noch einer Glaspaints? Halt, stopp! Nein, da war ein offizieller Hohlraum, wurde niemals genehmigt.
Setz Dirt rein. Junge, das haben illegal, wir illegal, illegal, illegal. Hier hat jemand illegal gearbeitet. Ja. Bauvorschriften wurden nicht erfüllt. Ja, dann ist ja mal gut gewesen, dass hier war. Hey, guck mal, wie wir sprechen. Die Nacht ist vorbei. Ja. Junge Mann, das war gerade hier richtig so aus diesem Film, wo man, wo die Leute mal von irgendwelchen Zombies angegriffen werden. Die ganze Nacht. Aber gibt's ja nicht irgendwie so viele. Nee, nicht überhaupt nicht. Da ist gerade ein Bauf umgewachsen, live vor ihren Augen. Ein Bauf? Ja. Ein Bauf. Ein Unterschied. So, ist Anis dein Zimmer wieder gefixt schon? Ja. Alter, schon wieder ein Skelett. Ja. Was ist denn hier los? Furzen der Tiefe, auf dem Balkon. Ja, das kommt von unten. Also. Ach so, ja. Bestimmt, Leute, bestimmt. Ja. Warum setzt ihr eigentlich die Bäume hier so behindert dicht aufeinander? Ey, ich hab die gar nicht dicht. Ja, gesetzt. Okay. Jetzt hast du genau den weggemacht, der eigentlich passt. Nein, so. Bisschen gestreuter. So. Okay, habt ihr die Unfallstelle repariert? Ja, so. Ich glaube gerade ist alles wieder up to date hier, ey. Okay. So, wie soll der Verbindungsgang hier vom Beachclub sein? Oder den machen wir ja später. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier erstmal an. Er hat noch mehr Sand dabei? Ja, ich habe ganz viel Sand. Ich setze mal den Sand ein. Ich brauche noch Sand. Hey, ja, hey, ich bin Dom. Hier war noch. Ja, Dom, jetzt ist die Hallo Pluto. Wie geht es dir, Zeit? Hallo Pluto. Hey Pluto. Ich konnte das mal voll gut, aber irgendwie. Mach noch mal, das war schon relativ gut. Ich habe es seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja, mach mal noch, mal. Hey Pluto. Weiter? Wie weiter? Ja, da fehlt noch was. Was sagt denn noch? Geht's dir? Hey Pluto, wie geht's dir? Junge, oder diese Oldschool Mickey Mouse Filme, wo es noch nicht mal gesprochen wurde. Das haben wir doch mal. Ich kann mir das erste, der erste Mickey Mouse Film, also heißt Film, also Dings der Bums, war doch, wo Mickey da auf so einem Dampfschiff ist. Ja, genau. Das, Dampfschiff war einfach mal Epic Moves. Ja, doch, doch. Aua! Also, so aus Versehen. Und weißt du, was ich meine? Ja, dieses. Hier fehlt immer noch Gravel. Oh, das ist epic. Ich hol mal Gravel. Ich hol mal Pressure Plates, Signs, all solche Sachen, die wir noch brauchen werden. Pressure! Ich baue die DJ. Däum, hast du noch Slabs? Ja, nein. Aber im. Ja, ich hab Slabs, immer. Oh, ich fehlt immer noch ein Schild. Haben wir noch einen Diamanten? Ja, wofür? Jukebox? Solange wir keine Platte haben, wir haben uns auch keine Jukebox gekriegt. Wo werden Pressure Plates sein? Däum, haben wir sowas? Hier bei Signalgeber, hier vorne. Alter, du hast echt für alles eine Kiste. Ja, sicher. So, ich stehe gerade drauf hier, genau. Das geht. Was wollte ich holen? Ich wollte Schilder. So, auf geht's. So, was bauen wir alles? Wieder so eine DJ-Hood? Ja, genau. Ach, wieso wieder? Die anderen kennen das ja noch gar nicht. Ja, wie bei damals, alte Zeiten. So. Ja, seid ihr sicher, dass wir den Weg jetzt hier schon so machen? Ich würde erstmal sagen, ja. Wir warten erstmal, wie es später aussieht und dann. Nein, wir machen den genau da. Aha, ach scheiße, wo haben wir Science? In der Science Box. Ja, die ist wo? Wenn vom Eingang aus links. Bessere Frage ist, wo haben wir Gravel? Vorne. In der Gravel Box. Vorne rechts. Andi hat einfach keine Ahnung. Ja, weil Andi keine Ahnung hat, beenden wir jetzt erstmal die Folge. Also gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal.